Der Landesvorstand, meine Damen und Herren, schlägt Ihnen für Platz 3 der Reserveliste Herrn Jörg von Essen vor. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Herrn von Essen, sich kurz vorzustellen. Guten Morgen, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, liebe Gäste. Mein Name ist Jörg von Essen, ich bin 61 Jahre alt, komme aus Hamm in Westfalen. Wie Gisela Pilz will ich nur ein paar Bemerkungen zu meinen Arbeitsschwerpunkten machen. Ich bin erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und durch den Wahlkampf in Amerika habe ich mich in einem Punkt ganz besonders bestätigt gesehen. Wir haben als FDP-Bundestagsfraktion besonderen Wert auf das Internet gelegt. Wir haben ein Angebot, was von allen Bundestagsfraktionen am meisten angeklickt wird. Wir waren die erste Fraktion, die YouTube genutzt hat. Und ich werde dafür sorgen, dass das weiter so ist, weil wir eine moderne Partei sind und weil gerade Sie etwas davon haben, wenn wir Sie gut und ordentlich informieren. Mein zweiter Arbeitsschwerpunkt ist die Sicherheitspolitik, die Bundeswehr. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Nachfolger vom unvergessenen Günther Nolting, meinem Freund Günther Nolting, geworden bin als Vizepräsident des Förderkreises Heer. Ich habe bei meiner letzten Wehrübung Soldaten für den Einsatz in Afghanistan ausgebildet. Gott sei Dank sind alle Soldatinnen und Soldaten unbeschadet zurückgekommen. Aber wie gefährlich der Einsatz dort ist, habe ich nicht nur von diesen Kameradinnen und Kameraden gehört. Wir haben es gesehen, als ein Oberfeldwebel geschossen hat, als sein Fahrzeug nicht angehalten hat. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt-Oder. Ich setze mich seit langem dafür ein, dass wir eine Staatsanwaltschaft haben, die solche Verfahren führt, die vor allen Dingen auch die Einsatzbedingungen kennt. Die Soldaten haben Anspruch darauf. Ich weiß, wie sehr das im Augenblick die Soldaten beschäftigt, dass dann, wenn sie ihren Dienst, ihren gefährlichen Dienst in Afghanistan tun, dann noch mit einem Verfahren rechnen müssen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Beifall, weil ich seit Jahren versuche, da voranzukommen, und das ist für mich zusätzlich Ansporn, das zu tun. Viele haben bei diesem Parteitag die Bedeutung der Bürgerrechte herausgestrichen, und das ist auch gut und richtig so, und als Mitglied des Rechtsausschusses setze ich mich dafür auch ein. Aber ich war ja in meinem vorherigen beruflichen Leben als Oberstaatsanwalt oft auch mit Opfern konfrontiert. Und deshalb ist das Thema Opferschutz, besserer Schutz von Opfern, für mich ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet, bei dem ich auch in Zukunft versuchen werde, das voranzubringen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass es immer noch nicht gelungen ist. Wir haben einen entsprechenden Antrag als FDP-Bundestagsfraktion eingebracht, dass diejenigen, die im Ausland Opfer eines terroristischen Anschlags geworden sind, schlechter gelt sind, als wenn man Opfer im Inland geworden ist. Man kann es doch nicht sich aussuchen, wenn man Opfer geworden ist. Da muss ich etwas tun, und dafür werde ich mich einsetzen. Die letzte Bemerkung: dass wir in Berlin turnen können, verdanken wir Ihnen und vielen anderen Parteifreundinnen und Parteifreunden vor Ort. Ich bin Ihnen dafür dankbar. Deswegen sind wir auch in dieser Legislaturperiode bei Ihnen präsent zu sein, zur Veranstaltung zur Verfügung zu stehen und auch immer zu kommen. Das soll ja nicht immer so sein. Ich freue mich darauf, dass wir das in Zukunft auch fortsetzen können. Bin gerne bei Ihnen zu Gast. Es hat tolle Veranstaltungen gegeben. Laden Sie mich ein. Aus all dem merken Sie, ich bin weiter ein engagierter Liberaler, ein engagierter Abgeordneter, und deshalb bitte ich um Ihre Stimme. Vielen Dank.